Freunde, und willkommen zurück zu Valhalla Hills. In der letzten Folge haben wir ja erstmal die Grundbedürfnisse gestillt. Beziehungsweise versuchen zumindest. Also uns fehlen leider für unsere Krieger ein paar Eisenäxte. Da unsere Geologin ja lieber nur Bruchstein sucht und ja, der Scheiß egal ist, dass wir hier ja eigentlich auch Nahkämpfer brauchen. Müssen wir jetzt abwarten. Ich überlege schon echt immer hier die Zeit ein bisschen vorzuspulen. Weil, wie ihr sehen könnt, sind hier überall eine Bruchsteinschilder. Und da oben kommt ständig diese scheiß Meldung. Was ist denn hier? Oh, scheiße. Wie der, ist das Hungers? Wir haben genug zu fressen, du Blödmann. Wie geil ist das denn? Hier ist überall Essen, ja? Wohngebäude? Oder hat er kein Wohngebäude? Ich glaube, wir bauen mal noch eins, weil, ja. Aber warum hat der Hunger? Wir haben das ganze Lager voll. Hier ist alles voll. Oder der ist Vegetarier. Kann natürlich sein. Wir haben natürlich nur Fisch und Fleisch. Das ist ja natürlich scheiße, denn... Pff. Obwohl, hier sind überall Früchte, mein Freund. Da ist auch noch eine dran. Da sind ganz viele. Genau, wir bauen mal noch eine Wohnhütte. Ich würde ja am liebsten so eine große, aber das ist echt doof. Moment, was hatten wir an Bruchstein? Ne, wir bauen wieder eine mittlere. Boah, wieder falsch geklickt, ne? Genau, jetzt muss man gucken, wo wir die platzieren können, weil das ist echt gar nicht mal so einfach. So, dass wir nicht zu viel Ressourcen dafür brauchen. Hier ist Platz. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder darauf achten, dass hier nicht so eine Skelette in der Gegend rumtun oder andere Viecher. So. Ich glaube, dann schlafen die wenigstens nicht mehr draußen, wenn die jetzt genug Platz haben. Ich weiß auch nicht, was eine Wohnhütte, wie viele Plätze da drin sind. Achso, das ist der Fischer. Hier ist die Wohnhütte, glaube ich. Ach, vier Plätze, okay. Na, das ist ja scheiße, da müssen wir dann schon viele bauen. Wir haben nämlich 18 Fuzzis. Durch mein Aufnahmeprogramm sehe ich auch gerufene Wikinger. 18 von 230, okay. Ach, wir können nur maximal 230 haben. Wie geil ist das denn? Na, super. Boah, da hat die vorhin schon rumgefummelt. Die kann man die nicht irgendwo hinschicken? Die hat vorhin da schon Schilder mit Bruchstein angebracht. Die soll Eisen suchen, die Alte. Und ich glaube, die kann man auch nicht navigieren. Wo waren denn jetzt das Gebäude nochmal dazu? Hier. Doch, Moment. Das machen wir jetzt mal, weil ich brauche echt... Jetzt mal gucken, dass hier kein Skelett rumtont. Muss ich jetzt Rechtsklick machen? Ja. Ach, guck mal, das ganze Ding müssen wir verschieben. Was ist das denn bitte? Auch nicht schlecht. Also ich musste jetzt das ganze Gebäude verschieben, okay. Also das ganze, das ist ein Lager oder sowas. Das ist ähnlich wie bei dem Militärlager. Genau, jetzt haben die Gott sei Dank alle Bögen. Dann kann ich die nämlich jetzt losschicken, mal die Skelette hier platt machen, damit wir da bauen können demnächst. Obwohl, was machen die da überhaupt gerade? Ich weiß auch gar nicht, ob es was bringt, wenn wir die da töten. Nicht, dass uns die Wikinger gekillt werden. Das mit dem Wasser ist blöd. Okay, aber wir haben doch hier unten Wasser. Oder bringt das da keiner hin? Hier sind 5 Stück drin. Da. Holt die jetzt Wasser? Oder schläft die jetzt? Ach, guck mal, die läuft Umwege oder sowas. Wir machen mal noch das verbindende Gebäude. Nicht schlecht. Super. Ganz toll. Ich dachte, die trägt jetzt Wasser durch die Gegend. Nein, macht sie natürlich nicht. Warum auch, ne? Warum soll sie jetzt Wasser hinbringen? Aber es scheint, als läuft die dann den Weg nicht, ne? Wie kacke ist das denn bitte? Oder habe ich jetzt die Farm nicht verbunden? Ach, die haben wir nicht verbunden. Doch, hatten wir doch gemacht. Hallo? Ah, okay, jetzt klappt es anscheinend. Nö. Der zeigt zumindest nicht mehr die Fehlermeldung an, muss man sagen. Hm. Was war das hier eigentlich? Die Brauerei, stimmt ja. Ey, ich hoffe, das schleppt jetzt nicht die ganze Zeit das Wasser zur Brauerei. Das wäre sehr schlecht. Ja, eigentlich wollte ich das, die Straße damit verbinden. Moment. Die Straße damit verbinden. Total verwirrt. Genau, wir gucken mal jetzt, was die Tante hier macht. Hoffentlich bringt sie jetzt endlich ihr genau. Bruchstein, yippie. Machen wir ein bisschen schneller vor. Wir spulen mal ein bisschen vor.
Weil, wie gesagt, ich brauche Eisen. Oh, Alter, schreckt man doch nicht so. Das passiert, wenn man ranzoomt. Ja, super, Bruchstein, danke. Kannst du die da sonst wo hinschieben, du kleine Troller? Da müssen wir halt jetzt abwarten, weil irgendwie findet die nichts. Jedenfalls nichts, was für uns was bringt. Wir brauchen Eisen. Ich will Eisen haben. Wie gesagt, wir können ja nicht mit dem Bogen den Skeletten nachrennen. Super, und die haben ja auch die ganze Zeit Hunger. Ist ja nicht so, als würden die nichts essen die ganze Zeit, ne? Die stehen faul rum. Und haben Hunger. Aber wir gucken mal, was das Acker hier macht. Ob das hat doch keiner jetzt mal was geerntet, ne? Das Acker, ich meine natürlich der Farmer. Oder die Farmerin, ich weiß es nicht. Hier sind ja fast nur Frauen. Ich weiß nicht, gucken wir mal. Ein Herr ist. Diesmal ist ein männliches Wesen. Der Arbeiter, was macht mir alle da? Ach, das ist die Jägerin. Was macht die denn hier hinten? Hier? Versteht nicht. Boah, also mit Holz können wir jetzt totschmeißen. Und mit. Okay, Ziegel jetzt nicht. Obwohl, man kann, glaube ich, nur 5 Steinquader da lagern. Ey, genau, das fehlt uns. Wir bauen jetzt ein Lager. Denk mal, wir haben nämlich keinen Platz. Ein großes Lager, genau. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir hier wieder eine Stelle finden. Boah, ist das nervig, oder? Ich glaube, das müssen wir da hinhauen jetzt, weil anders geht's nicht. Ich kann es hier nicht zu weit weg machen. Sonst laufen die sich ein Wolf. Was war das denn? Was war das denn gerade, bitte? Achso, das war die Jägerin. Die zerfleischt ja mal ihre Opfer. Ja, wir machen das. Wir haben hier noch Holz. Genau. Das mit der Wege ist ein bisschen doof hier gemacht. Wurde da einer getötet oder kam gerade einer vom... Ach, da kam einer vom Himmel gefallen. Okay. Wenn es mal bei Babys so einfach wäre, also, ne, die Geburt, ach, die Babys fallen einfach vom Himmel. Oh, Entschuldigung. Statt, die schmerzhafte Geburt, bringt der Storch so eine Fee auf die Art. Obwohl, hier ist das Odin, glaube ich, ne, der die runterschmeißt. Ich weiß nicht. Oder die Götter, Entschuldigung, allgemein. So, jetzt haben wir das Grund... Ja, die Grundversorgung, glaube ich, hergestellt. Ach, Mensch, warum... Ich drücke dann doch ein Doppelt-Escape. Wie gesagt, Holz haben wir jetzt hier noch. Ich glaube, wir bauen auch noch, ne, wenn wir das Lager fertig haben, noch, jetzt fällt mir das Wort mal wieder nicht ein. Steinbruch, gut, dass man das nachgucken kann. Ist besser als Google. Ey, schon wieder. Entschuldigung. Weil wenn wir das Lager haben, ist, glaube ich, die Versorgung eh ein bisschen besser. Und da ja hier noch Bruchstein ist, laut der Geologin... Ja. Ja, super. Die sucht echt die ganze Zeit nur Bruchstein, ne? Ich kotz gleich. Die hat hier überall nur Bruchstein. Kein Eisen, nichts. Mann, bitte. Ich will mal gucken, ob hier unten jetzt, wo sie ja auch Bruchstein... Obwohl, wegen dem bisschen Bruchstein, glaube ich, meint das nicht. Ich weiß nicht, ob die denn hier auch abbauen. Ach, wir machen das jetzt einfach mal, weil da unten sind wir näher an unserem Lager dann dran, oder? Nee, warte mal. Boah, schon wieder. Ich glaube, ich gehe gleich hier offline. Schlafen oder so. Genau, das Lager ist hier oben. Dann kann man das doch hier oben hinbauen, glaube ich. Nee, ich weiß nicht. Weil hier ist ja auch Bruchstein. Die Schilder sind schon wieder weg. Warum habe ich denn jetzt einen Lader? So, jetzt. Ach toll, hier ist sogar, das machen wir jetzt einfach, ist mir jetzt egal. Genau, und dann gleich noch ein Steinmetz, damit wir mit den Steinen auch noch gleich versorgt werden. Boah, wo mache ich denn das jetzt hin? Das ist das blöde Acker am Weg hier. Hm. Aber mach mal dahinter, so. Also, das muss ja nicht toll aussehen, das kannst du hier eh nicht gerade. Also, das ist ja nicht. Also bei Siedler ist der Vorteil, da kann man auch Garten aussuchen, die Flachland sind. Aber hier ist irgendwie ein bisschen doof gemacht. Weil es ja nur mal ein Berg ist. Aber obwohl doof gemacht ist es ja nicht. Das heißt ja nur mal Valhalla Hills und nicht Valhalla Flachland.
was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Wieder ein Bodensatz? Nee, irgendwie. Obwohl, wir haben 23 von 26. Ich weiß nur nicht, irgendwo konnte man auch gucken, wie viele arbeitslos sind. Individuelle Sortierung, ja. Das ist sehr individuell. Ich glaube, ich kann nicht gucken, wer hier arbeitslos ist. Wie doof ist das denn? Obwohl, Moment, hier ist ja noch, geht's ja noch weiter. Ressourcen, Quatsch, das ist bloß die Übersicht. Na super. Tutorial wollen wir auch nicht. Ha, wir gucken mal nochmal nach der Geologin, ob die mal was Tolles gefunden hat. Nein, hat sie natürlich... Moment. Nicht, nee. Die hampelt da immer noch rum und macht das selber eigentlich finden. Weil das ist Bruchstein, das ist Sieg von selber, also von Sieg alleine. Das ist ja auch nicht zu übersehen, der Berg. Aber so ein bisschen Eisen wäre ja mal super. Guck mal, was unsere Brauerei macht. Oh cool, wir haben schon einmal Malzbier hergestellt. Wow, Malzbier! Huhu! Aber da müsste doch einer jetzt ein fast Malzbier in der Tasche haben. Wir gucken mal die Fuzis genauer an. Kann man die auch einzeln jetzt anklicken? Nee. Doch. Einer von denen muss Malzbier gekriegt haben. Na, das ist ja doof. Dass man nicht auf... Boah, wo ist denn jetzt halt Malzbier? Oder wurde schon ausgetrunken? Das ist ja doof. Hm. Hier steht ja einmal Malzbier. Gleich... Ach nee, das ist hier Samtsommer, oder? Wo ist denn das Malzbier geblieben, bitte? Ach, hier. Okay. Anstatt Mehl trinken deine Krieger lieber das Malzbier aus der Brauerei. Ja, super. Aber wie kann ich das denn zuteilen eigentlich? Anscheinend gar nicht. Hm, oder Moment, vielleicht eben... Hier auch nicht. Wie doof ist das denn? Ich muss denen doch irgendwie Malzbier liefern können. Hm, gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht auch, wenn die verletzt sind. Ich weiß nicht. Also jedenfalls stehen sie die ganze Zeit da doof rum. Das ist sehr schlecht. Das ist echt schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie ich denen jetzt das Malzbier geben kann. Hm. Weiß nicht. Man kann hier auch nirgendwo auswählen. Moment. Weil hier ist ja auch nichts. Kann sie nur umplatzieren. Oder rekrutieren, ne? Boah, da kriegt er ja eh zu viel hier. Das ist doof, weil das wird ja die ganze Zeit jetzt hier gelagert, oder was? Das kann natürlich auch sein, dass sie das nach Belieben irgendwie wählen, aber... Weiß nicht. Genau, hier ist nämlich das Malzbier. Ach so, 10 Flaschen. Wie doof ist das denn? Ausschalten wir aber auch nicht. Achso, hier können wir die Träger noch zuordnen. Aber ich glaube, wir lassen mal. Obwohl, wir nehmen noch einen. Vorsicht, auch wieder, ey. Aber immerhin jetzt ein paar Minuten lang mal, ne, nicht aus Versehen Escape doppelt gedrückt. Guck mal, was die Alte hier noch macht. Die hat immer noch kein Eisen gefunden. Super. Du Heldin. Ich glaube, ich schicke die gleich zu Odin. Puh. Jetzt, keine Ahnung. Als Opfergabe. Man kann ja hier einen Opferschrein... Den müssten wir aber erst bauen, den Opferschrein, glaube ich. Ich wollte ja mal gucken, genau. Verringere den Zorn der Portalgötter, indem du sie mit Opfergaben beschenkst. Will ich aber nicht. Haha! Huch. Ja, schön. Freut mich, dass du mal wieder Bruchstein gefunden hast. Gold, Waffen und Malzbier werden in diesem speziellen Militärlager für die Truppen bereitgestellt. Ach so, so eine Scheiße. Das müssen wir erst bauen. Hier ist aber kein Platz. Ich glaube, das müssen wir auch in der Nähe von dem Militärlager, glaube ich. Ah, hier ist Platz, glaube ich. Wie doof ist das denn bitte, ja? Jetzt haben wir es also rausgefunden. Also wenn ihr... Also super, jetzt sehen wir natürlich den Weg nicht. Also wenn ihr Malzbier bereitstellen wollt, braucht ihr ein extra Militärlager. Yeah. Total praktisch, ja. Und ich sag mal, mit...
dieser Erkenntnis beenden wir die Folge und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, dann wird jetzt offen Malzbier. Also dann machen wir ein. Ups, was ist denn da oben passiert? Moment. Ich glaube, wir wurden angegriffen, wa? Ja, na super. Wo rennen die aber auch rum? Was macht die denn für einen Umweg, bitte? Ach, da liegt das ganze Fleisch von den toten Tieren. Na, so eine Scheiße aber auch. Ach du Kacke, seht ihr das? Also das sind alle Tiere, die sie gekillt hat. Und hier liegt doch überall noch das Holz. Nee, Baum. Hat das so ein Baum sein? Ich glaube, deswegen lag von hier auch das Leder. Und hier liegt sie auch. Was ist das denn bitte? Auch nicht schlecht. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Eure Sandy. Ciao.